Florian Silbereisen, ohne Glücksbringer, droht ihm jetzt das Bittere aus? Früher setzte Schlagerstar Florian Silbereisen auf Glücksbringer, jedoch scheint es ohne seinen Talisman, der roten Unterhose, oder seinem Glücksring, nicht mehr rund zu laufen. Droht ihm jetzt das bittere Schuh aus? Was er anfasst, wird zu Fernsehgold, so ließ sich die Karriere von Florian Silbereisen lange zusammenfassen. Mittlerweile wirkt er wie vom Pech verfolgt. Ist sein Aberglaube schuld? Florian Silbereisen, bedeutet das Ende seiner Glückssträhne? Seinen Glücksring, den er 25 Jahre lang getragen hatte, verlor er vor einigen Monaten. Und über seine rote Unterhose, die er als Talisman vor der Kamera trug, sprach er zuletzt kaum noch. Ließ Florian sie zu Hause, und wurde dann durch ihre Abwesenheit verunsichert? Das Publikum jedenfalls scheint er nur noch mit Mühe begeistern zu können. Beim Schlagerboom 2019 etwa schalteten fast 6 Millionen Zuschauer ein, dieses Jahr waren es noch 4 Millionen. Inzwischen denkt der Mitteldeutsche Rundfunk sogar darüber nach, Florians Shows wie Schlager des Sommers und Schlager des Jahres zu streichen. Sein ZDF-Kollege Giovanni Zarella entwickelt sich derweil zu einem ernsthaften Konkurrenten. Mit seiner Show voller frischer Ideen lockt er neben Millionen Zuschauern auch viele Schlagerstars an, die früher Florian den Vorzug gaben. Es wird wohl Zeit, dass der seine Glücksunterhose wieder aus dem Schrank holt. Florian Silbereisen, fliegt er beim MDR aus dem Programm? Florian Silbereisen und seine zahlreichen Schlagershows sind seit Jahren ein Garant für gute Einschaltquoten. Und doch scheint der zuständige MDR bei den Silbereisen-Sendungen derzeit den Rotstift anzusetzen. Zumindest berichtet die Mitteldeutsche Zeitung, dass sich in den zuständigen Gremien dazu gerade beraten wird. Konkret sei geplant, dass nur noch Silbereisen-Shows für das Hauptprogramm der ARD produziert werden sollen und damit nur noch im ersten laufen würden. Formate wie Schlager des Sommers oder Schlager des Jahres, die bislang im MDR gezeigt wurden, sollen dem Bericht der Zeitung zufolge demnächst wegfallen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Spot on News meldet sich nun der Sender selbst zu den kursierenden Gerüchten zu Wort. Konkret in Bezug auf die Personalie Silbereisen sagte ein Sprecher, hierzu befindet sich der MDR derzeit in Gesprächen. Day one's over.